will halt diese Brücke hier runter hauen. Warte, was? Oh, Wort verwenden? Okay. Ich habe die Statue gar nicht gesehen, aber stellt die ruhig auf. Oh, warte. Ja, wo soll die Statue hin? Ich glaube, ich besiege erstmal die Gegner hier. Oh mein. Ist das nicht einfach dieser Waldritter, den man, der einmal als Boss kommt an der einen Stelle im Spiel? Wieso kommt der jetzt auf einmal als regulärer Gegner? Ja doch, das ist dieser Gegner, der an der einen Stelle als Boss kommt. Ich mag's nicht, wenn in egal welchem Spiel, wenn Bosse auf einmal reguläre Gegner werden. Gefällt mir in der Regel halt eher weniger. Oh, ich bin auf meinem letzten Hit. Ich muss aufpassen. Hast mal probiert, in die roten Kugeln reinzudodgen? Das ist nicht die beste Idee. Nicht so ganz die beste Idee. Aber ich werde mir jetzt dieses Feld da zurückholen von diesen Biestern. Ich habe zwar wahrscheinlich absolut keine gute Spawn-Position dafür, weil dafür bestimmt eine 10-mal bessere gibt, aber hey. Ich bin immer noch schockiert davon. Weiß dieser Gegner, der an der einen Stelle ein Boss war? Ja, der ist jetzt ein regulärer Gegner. Viel Spaß mit dem. Vor allem, ich will halt auch diese verdammten Motten loswerden. Ah, warte, ich glaube, der Warthammer funktioniert besser, je näher man am Gegner dran ist, oder? Okay, ja, sieht so aus, dass das so ein bisschen skaliert. So, und jetzt sein schönes Dings am Kopf treffen. Und jetzt der Warthammer. Oh, ich habe einen seiner Dinger getroffen. Und jetzt noch zum Abschluss ein Rot-Pfeil genau ins Gesicht. Fragezeichen Boss. Ja, so halb, ne? Es war irgendwie so halb ein Boss, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ich will die Rot da benutzen, aber es scheinen einige Statuen verstreut zu sein, nur habe ich da noch nicht die Stelle gesehen, wo man die Statuen auch tatsächlich wieder aufstellen kann. Das sind ja so leuchtende Stellen, wenn ich recht im Kopf habe. Also hier kann ich den Kollegen auf jeden Fall mal benutzen. Und auch ein paar Spirit-Punkte. Aber ich glaube, hier gibt es noch die eine oder andere Stelle, wo ich damit hingehen kann. Ist so meine Vermutung auf jeden Fall. Zwischenboss, wenn ja, war es nicht wirklich einer. Also der Boss war halt komplett optional, ne? Ich weiß nicht, ob ich den dann als Zwischenboss bezeichnen will, um ehrlich zu sein. Es ist schwierig. Aber hey, ich glaube, bei dem kann man es halt echt sehen, wie man will. Das ist das Schöne dabei. Man kann sich halt auch einfach machen und sagen, jedes Mal, wenn da keine Lebensleiste oben steht, ist es kein Boss. Okay, hier ist noch eine Barriere. Ich habe halt gedacht, vielleicht kann ich von hier aus die Brücke runterlassen, aber anscheinend ja nicht. Anscheinend ja leider nicht. Aber ja gut, mit dieser Träne kann man dann jetzt, glaube ich, so das eine oder andere befreien. Nicht nur diese eine Statue da, hoffe ich zumindest. Apropos, was sagen denn die Geisterpunkte?
Verbesserter Köcher Doppelplus. Erhalte eine Rottaktion, wenn du einen gegnerischen Angriff parierst? Nice. Das ist wirklich, wirklich nice. Ich guck mal, wo ich hiermit jetzt hin kann. Ich kann auf jeden Fall dieses Feld hier wieder zum Blühen bringen. Für 5 Geisterpunkte. Nice. Ansonsten kann ich das hier befreien. Nö, irgendwie nicht. Ich glaube, eventuell soll ich mich ja erst umgucken, wo ich hier irgendwie so was damit erreichen kann. Ist schon wieder so eine Statue. Muss doch hier irgendeinen Ort geben, wo man diese Statuen hinstellen kann. Vielleicht hier bei dem Tor? Auf jeden Fall habe ich hier einen Teleportationspunkt freigeschaltet. Kann ich hier in die Tür rein oder ist die nur Deko? Okay, die ist nur Deko. Okay, so machst du anscheinend die Tür auf. Sehr schön. Aber da wollen wir ja noch nicht rein. Wir wollen erstmal die Stellen für die Statuen hier finden. Und sehen, wohin damit. Auch wenn das echt schon sehr nice gemacht ist, wie diese Äste da noch das alles mithalten, mehr oder weniger. Das ist so ein schöner Ort für so ein kleines Secret. Ein weiterer Hut. Ein Katzenhut? Katze. Ja. So, ich werde diese Frage bereuen, aber kann ich da ranspringen? Wie gesagt, ich habe gewusst, ich werde diese Frage bereuen. Weil mir irgendwo klar war, dass ich es nicht kann. Ich aber unbedingt ausprobieren wollte. Es ist einfach so, wisst ihr, man weiß, es wird schief gehen, aber weil es im Videospiel ist, sitzt man da so und denkt sich, ach komm, warum denn nicht? Kann ja mal probieren. Du es kannst, weiß ich nicht. Dein Char kannst du auf jeden Fall schon mal nicht. Wie Deutschlehrer soll deine Antwort sein? Ja. Das war das Erste, was mir gerade dabei durch den Kopf gegangen ist. Jo. Was? Okay. Waren das alle? Ne, der fehlt noch. Ne, okay, den habe ich schon. Große und Kleinschreibung mit Subs. Mit Satzzeichen fehlen dafür noch. Okay, das stimmt. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's Richtung Eingang vom Dorf, wenn ich das da richtig sehe. Und diese Zugbrücke ist halt auch noch oben. Vielleicht könnte ich versuchen, die mal gleich zu senken. Hier ist halt der nächste geschlossene Gang. Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu ausführlich erkunde, aber ich will hier halt auch wirklich nichts übersehen, was ich wahrscheinlich trotzdem tue. Aber ich will es zumindest, also meine Ambition ist, nichts zu übersehen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das der Realität entsprechen wird. Aber naja. Die Felder hier könnte ich noch aufblühen lassen, auf jeden Fall. Ich
habe immer noch nicht den Ort gefunden, wo man diese verdammten Statuen hinpacken kann. Ach komm, ich will dann jetzt auch nicht so lange hier rum eiern und tatsächlich auch mal versuchen, irgendwas Storytest nicht mal zu machen. Bin mal im Lurk. Jo, alles klar. Ah, dann kann ich den hier reinlotsen. Dann hier hoch. Dann hier rechts runter zu gehen. Und dann zu merken, dass hier ein Wasserfluss ist, den ich nicht mit einberechnet habe. Das tut nun ein bisschen weh. Ich habe so gedacht, ha, ich habe das Spiel, ich habe das, die Lösung gefunden. Und bin dann zu früh abgebogen. Es sind Sachen, die passieren. Okay, Kamera. Alles gut bei dir? So, jetzt noch hier über den Fluss. Und dann sind wir auch schon gleich da. Mal sehen, ob das Spiel das bedacht hat, dass Leute so verrückt sind und auch versuchen werden, hier die Felder blühen zu lassen. Tatsächlich ja. Es wurde von den Entwicklern mit einberechnet. Oh. Aus Versehen die Maske geöffnet. Ups. Oh. Wie konnte ich das übersehen? Ja gut, dann werde ich jetzt noch... Dann werde ich jetzt noch einmal kurz gucken, ob ich diese Brücke hier runterlassen kann, weil mich nervt irgendwie, dass sie oben ist. Und wenn das nichts wird, dann werde ich mich von der Dorfmitte aus dann so teleportieren, dass ich zu dem Schrein komme, dass ich weitergehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz ziemlich legitimer Plan, aber vorher. Ihr habt alle gesehen, was ich bekommen habe. Die Katzenkopfbedeckung. Den lasse ich mir natürlich nicht entnehmen. Nicht entgehen. Wir brauchen mehr Katzen. Eindeutig mehr Katzen. Vielleicht ist es auch nur das Geräusch, das der Hut macht. Ich bin mir sicher, es ist nur das Geräusch, was der Hut macht. Aber trotzdem. Wir brauchen mehr. Oh, warte, hier ist anscheinend dicht. Na ja, gut, dann hat sich das erledigt. Gehen wir zur Dorfmitte. Das ist nicht die Dorfmitte. Wo renne ich hin? Hey, warte, doch, hier geht's zur Dorfmitte. Auf Umwegen. Geht's auf Umwegen zur Dorfmitte. Teleportieren uns von da aus. War gerade so her, bin ich gerade komplett verwirrt. Und das habt ihr auch gedacht, als er beim Teleportieren einfach Warp steht im Deutschen und denkt mir, Warp ist kein deutsches Wort. Aber naja. Und jetzt achtet mal schön darauf, wie dieses Tor sich öffnet. Es ist wunderschön. Das hier ist auf einmal eine ganz andere Atmosphäre. What? Das hier ist irgendwie auf seine ganz eigene Art und Weise ein bisschen creepy. Aber nur so minimal. Okay. Ich würde sagen, wir finden hier eine Fähigkeit, wie wir diese Steine endlich mal bewegen können. Von hier aus kommt man nicht hier hoch. Könnte knapp werden. Aber nee, ich glaube, man soll von hier aus nicht hier hoch.
Heißt nicht, dass ich es nicht versuchen werde. Ah, das ist genau abgemessen, dass es nicht passt. Ich hasse, wie clever sie das gelöst haben. Okay, es ist sehr offensichtlich, dass wir eine Fähigkeit bekommen, mit der wir die Steine bewegen können oder irgendwie irgendwas damit machen können. Seht euch das hier mal an. Man sieht überall diese leuchtenden Steine. Und die sollen keine Bedeutung haben. Das wage ich dann doch mal stark zu bezweifeln. Aber ich kann gerade tatsächlich nur geradeaus gehen. Oder? Die Steine leuchten auch nicht. Ich bin gerade echt verwirrt. Wie man mir wahrscheinlich überhaupt nicht anmerkt. Nein, nein, wieso sollte man mir meine Verwirrung auch jemals hier anmerken, wo ich hin muss? Nein, nein, nein. Das bestimmt nicht. Das hier scheint der einzige halbwegs begehbare Weg zu sein. Komm hier nicht hoch. Wahrscheinlich jemand, der das Spiel kennt und hier jetzt reinkommt, denkt sich, oh, wie kann man so blind sein und das übersehen? Und vermutlich hat die Person dann auch gut recht, wenn sie das denkt, aber ich renne hier jetzt erstmal verpeilt rum in der Hoffnung, ich finde irgendwas. Okay, so soll ich glaube ich nicht da hoch. Weil das Letzte, was ich eigentlich machen will, ist irgendwas zu skippen aus Versehen. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass ich aus Versehen irgendwas skippe in irgendeinem Videospiel. Wo ich das eigentlich gar nicht will. Aber naja. Weil der Sprung ist so eng, ich denke nicht, dass man den machen soll. Machen soll, um ehrlich zu sein. Oder schaffen soll. Aber irgendwas muss ich doch hier tun. Warte mal. Mit meinem Aura-Stoß oder wie auch immer man ihn nennen soll, kann ich halt rein gar nichts ausrichten. Was passiert, wenn ich mich auf diesen Schalter stelle? Sache, es ist hier nichts, dass hier irgendwas passiert. Wollen wir mal die Erfahrung von da oben. Nicht die Erfahrung, die Währung. Und von da oben auch, wenn ich gerade schon mal dran bin. Ernsthaft Hitbox. Okay, habe ich bekommen. So, passiert hier was, wenn ich mich hier drauf stelle. Vorne passiert nichts. Passiert links irgendwas? Nein. Passiert hinter mir irgendwas? Nein. Passiert links von mir irgendwas? Nein. Passiert direkt über mir irgendwas? Nein. Aber das Spiel sieht schön aus. Hä, what the... Ich
habe das Gefühl, es hat irgendwas mit diesem Stein zu tun, weil er anders leuchtet als die anderen. Aber ich glaube, da ist ein Watt drin, den ich jetzt noch nicht holen kann. Vielleicht irgendeinen Weg übersehen? Wie gesagt, es tut mir halt echt leid, dass ich hier nicht weiterkommen gerade. Aber das verwirrt mich hier gerade alles zutiefst. Also, halten wir mal fest, wo ich hin kann. Ich kann hier hochspringen. Was auch immer mir das bringt, aber ich kann hier hochspringen. Aber von hier aus komme ich halt in keiner Richtung irgendwie weiter. In keiner erdenklichen Form. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich hier irgendeine zusätzliche Fähigkeit brauche. Um ehrlich zu sein. Wie gesagt, hier hoch kann ich nicht. An diesen Pfahl kann ich anscheinend auch nicht springen. Ich kann dagegen schießen. Also irgendwie sagt mir das Spiel, dass ich da hin muss mit seiner Art Direction. Weil das einmal das hervorgehoben. Hä, aber... Das habe ich doch gerade eben schon gemacht. Egal, egal. Sehen wir uns die Szene an. Going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. Das ist dann Arita oder wie auch immer sie heißt. So oder so ähnlich. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. Oh. Okay. Aber sie war es keine gute Implikation. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. Oh, what the... With focus, you can gather that energy. Alles klar. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. Warte, Bombe? We need to repair the power mechanisms to open the passage. Ist das eine Bombe? And see if you can get things working.
LT und dann RB, um eine Bombe zu werfen. Oh. Anscheinend mag das meine CPU nicht so. Wenn ich eine Bombe werfe. Ich hoffe, dieses Mal ist sie mehr vorbereitet darauf und fängt nicht an so hart zu laggen. Ja, dieses Mal scheint sie echt vorbereitet zu sein. Aber man kriegt einfach in dem Spiel eine Bombe? Okay. Das ist jetzt nicht die Sache, die ich erwartet habe in Kena. Einfach eine Bombe zu bekommen. Aber ich nehm's. Ich nehm's, definitiv. Puh. Das war knapp. Und natürlich geht's jetzt erstmal im Kampf. Wir haben schon lange nicht... Wir haben tatsächlich schon für Kena-Verhältnisse recht lang nicht gekämpft. Eine Motte auf Bodenlevel in Kena, das darf ich mir nicht zweimal sagen. Warte, was? Wo? Oh. Motte? Klappe. Moin, Benny, wie geht's? Danke, dass du reinschaust. Hab's ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, du würdest mir folgen und dann nicht reinschauen, weil... Ja, keine Ahnung. Warte, das klingt auch dämlich. Weil ich habe mir so gedacht, du hast mir zwar gefolgt, aber bei deiner Reichweite, dass du reinschaust, das war jetzt nichts gegen dich. Das war nur irgendwie so halbwegs realistisch gedacht. Halbwegs pessimistisch. Nicht realistisch, eher pessimistisch. Aber schon auf jeden Fall sehr schön, dass du reinschaust. Wie geht's denn so? Warte, muss ich jetzt auch wieder diese Bomben benutzen? Ich weiß nicht, ich find's immer noch so weird. Kena ist so ein total friedliches Spiel und dann so, was gibt man der friedlichen Geisterführerin? Ich weiß, man gibt ihr Bomben. What the fuck? Find's okay bisher? Ich find's wirklich nice. Abgesehen davon, dass ich manchmal ein bisschen zu verpeilt bin. Ja, es sind Magiebomben. Ja, aber du... Man kann verstehen, warum ich das weird finde, oder? Aber ja gut, sie schlachtet ja auch diese ganzen Monster hier ab. Wo ich mich da immer gefragt habe, ob das wirklich Monster sind? Oder was das jetzt genau sind, sind das verlorene Seelen? Vielleicht wird das am Anfang gesagt, aber ich habe da keine Ahnung mehr von. Als ich das Spiel angefangen habe, war halt jetzt auch zum Release und ist dementsprechend eine Weile her. Oh, warte. Muss ich. Was muss ich hier tun? Hilfe. Das? Okay, das sah richtig aus. Und ja, Kena ist einfach ein großartiges Spiel, muss ich sagen. Es gibt mir halt gewisse Ori-Vibes, auf jeden Fall. So ein Spiel, das eine schöne, mitreißende Story hat und sehr viel von seiner Atmosphäre lebt. Jetzt nicht, dass es mega wie Ori ist, sondern nur dieser Aspekt kommt mir halt daran bekannt vor. Wenn ich tatsächlich sagen müsste, was für ein Spiel dem Spiel am ähnlichsten ist, würde ich tatsächlich sagen Okami. Oh, okay, jetzt verstehe ich, was ich hier tun muss. Ich meine, wie soll man auch drauf kommen, dass das sich drehen kann? Naja, egal. Wir werden es sehen.